Moin, willkommen in Hamburg-Wandsbek an der Bahnstrecke von Hamburg nach Lübeck. Wir stehen hier an der Straße Schlossgarten vor einem reinen Fußgängerbahnübergang. Die Fahrstraße ist an dieser Stelle unterbrochen auf beiden Seiten der Strecke. Es gibt drei Gleise. Die vorderen beiden bilden die Streckengleise zwischen Hamburg und Lübeck und das dritte Gleis dahinter ist die Verbindung zur Hamburger Güterumgehungsbahn. Die meisten Züge, die hier fahren, sind rote Doppelstockzüge mit E-Loks der Baureihe 112. Es gibt die Regionalexpresslinien RE8 und RE80 von Hamburg nach Lübeck, sowie die Regionalbahn RB81 nach Ahrensburg und Bad Oldesloe. In der Bildmitte seht ihr schon den nächsten Bahnübergang an der Claudiusstraße. Morgens gibt es eine Direktverbindung mit einem ICE2 von Lübeck nach München. Hier seht ihr den Bahnübergang von der Nordseite mit Wartehäuschen und Wartebank. Eine 101 fährt allein in Richtung Lübeck und hier eine Regionalbahn nach Hamburg. Die Regionalbahnen fahren meist mit 5, manchmal mit 4 Wagen. Hier musste ein Regionalexpress eine Vollbremsung machen. Vermutlich hat jemand zu dicht am Gleis herumgealbert. Im Hintergrund könnt ihr den Lokführer schimpfen hören. Die RE fahren meist mit 6 oder 7 Wagen. Auch auf der Südseite gibt es ein Wartehäuschen.
Der Bahnübergang bleibt manchmal für mehrere Züge hintereinander geschlossen. Ein RE auf dem Weg nach Hamburg. Und ein ICE. Mittwochs kurz vor 9 fährt hier öfter ein leerer Zug nach Lübeck, der zum Fahrzeugpark des Hanse-Express Hamburg-Rostock gehört. Die Lok ist entweder eine 120 oder 182. Triebzüge der dänischen Baureihe MF fahren als Eurocity zwischen Hamburg und Kopenhagen. Dieser Intercity nach Lübeck kommt von Hamburg Hauptbahnhof aus über die Güterumgehungsbahn und fährt darum bis Wandsbek auf dem dritten Gleis. Diese 185 fährt zur Güterumgehungsbahn. Schöne Grüße zurück. Hier habt ihr noch einmal den Blick zur Claudiusstraße. Oben verläuft eine der Einflugschneisen zum Hamburger Flughafen. Es ist geplant, die Strecke viergleisig auszubauen. Zwei Gleise für die Fernbahn und zwei für die S-Bahn. An der Claudiusstraße soll ein zusätzlicher Halt für die S-Bahn entstehen. Nachmittags gibt es eine ICE-Verbindung mit einem ICET von Lübeck nach München. Der Verkehr zwischen Hamburg und Lübeck ist oft sehr dicht. Dieser Güterzug nach Lübeck kommt mitten auf dem Bahnübergang zum Stehen. Er kann sich noch nicht hinter dem Bahnhof Wandsbek in die zweigleisige Strecke einfädeln,
weil die Strecke durch eine unmittelbar vorausfahrende Regionalbahn belegt ist. Auch diese Regionalbahn kommt wegen eines vorausfahrenden Zugs zum Halten. Es geht weiter. Ich stehe hier gerade auf im Wartehäuschen, das ist die Bewegung im Video. Da ist schon der nächste Zug in der Gegenrichtung. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.